Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf meinem Kanal Zonwaldgeputzel. Ich bin der Kai und ich habe mir einen neuen Grill gekauft. Die mich auf Insta verfolgen, haben es ja diese Woche schon mitbekommen, als er geliefert wurde. Ja, ich habe mir einen Keramikgrill zugelegt und habe da auch vorher im Internet mal ein bisschen recherchiert, ein bisschen gelesen und bin dann am Bastard hängen geblieben, am Urban Large Complete. Von Bastard gibt es den Urban Large Complete und es gibt den Large Complete. Der Unterschied ist einfach, die Außenhülle ist beim Urban quasi eher matt und beim anderen ist sie glänzend. Und mir hat das mit dem Matt sehr gut gefallen, deshalb habe ich mich für den Urban entschieden. Ich brauche keine Werbesendung oder sonst was einzublenden. Ich habe alles, was ihr hier im Video seht, selbst gekauft. Also keine Werbesendung. Wir packen den Grill heute zusammen aus. Wir bauen den zusammen. Ich erzähle auch nachher noch ein bisschen was, warum überhaupt Keramikgrill und ja, warum ich mich für einen Keramikgrill entschieden habe und warum ich den gekauft habe. Wir bauen ihn zusammen. Wir unterhalten uns über die technischen Daten. Dann brennen wir ihn ein. Jetzt einbrennen nicht in dem Sinn, wie man eine Eisenpfanne oder einen Eisentopf einbrennt, sondern der muss beim ersten Mal aufheizen, langsam angeheizt werden, dass die Keramik und das ganze Innenleben sich daran gewöhnt, nicht dass die Keramik reißt. Der wird also langsam angefeuert und dabei verbrennen natürlich dann auch die wenn es irgendwelche Produktionsrückstände gibt oder so, die will ich nachher nicht im Fleisch haben. Deshalb sollte man den schon ein bisschen einbrennen. Ja, und dann zum Schluss grillen wir noch ein leckeres Steak und das Steak grillen wir rückwärts. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wir packen den aus und fangen an, den zusammenzubauen. So, ich habe mich mal mit einem Seitenschneider bewaffnet. Da fangen wir jetzt direkt an. Und schneiden mal die Bänder durch. Stellen wir mal nebenhin. Das lege ich jetzt einfach mal hier auf den Boden. Verpackungsmaterial. Ja, da haben wir ziemlich viel zusätzliche. Aber das kann man ja auch schon, das kann man ja schon runternehmen. Top. Oh, da ist er schon. Oh. Sehr schön. Da scheint eine schwere Gussplatte drin zu sein. Müssen wir mal gerade gucken, ob der da abgestützt ist. Ne, der hält. Da scheinen die Seitenplatten drin zu sein. Ja. Da ist er schon, das gute Stück. Ich räume jetzt mal schnell das komplette Verpackungsmaterial weg und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mal mir einen Tisch hier aufgebaut und alle Teile für das sogenannte Nest, das heißt das Gestell, zusammengelegt. Ich hatte schon das erste Problem und zwar, ich zeige es euch mal kurz. Hier war, Moment, sieht man das? Wird das scharf? Ja, hier. Seht ihr das?
Bei dieser Schraube hier fehlt's Gewinde. Dass ich jetzt das Gestell zusammenbauen kann und überhaupt den Grill nutzen kann, war ich schnell im Bauhaus und habe mir ja, so eine normale Schraube geholt hier. Die ist zwar jetzt zu lang und hat einen viel größeren Kopf, aber ja, was soll ich machen? Ich brauche die Schraube, weil das halt gerade eine Schraube ist für das Nest, das heißt, das Gestell zusammenzubauen. Ich muss das reklamieren. Ich gehe davon aus, dass die mir dann eine andere Schraube schicken. Ja, ärgerlich, aber was sollen wir jetzt machen? Ich war schnell im Baumarkt und habe so eine Schraube hier geholt, dass wir den Grill fertig bauen können. So, wie gesagt, wir fangen jetzt an, das Nest zu bauen, das Gestell. Dafür sind die Teile hier schon vorgefertigt, also das ist gar kein großer Akt. Ich muss einfach nur noch dieses Teil mit dem und dieser Platte hier verschrauben und die Rollen drunter schrauben und dann können wir den Grill schon ins Nest setzen und die Schrauben werden jetzt beim Zusammenbauen hier nur locker angezogen, dass man das später alles justieren kann und wenn der Grill drin sitzt und dann zieht man die Schrauben richtig fest an. Ja, ich baue jetzt das Gestell zusammen. Wie gesagt, das ist nicht viel Arbeit, das sind nur ein paar Schrauben. Ich lasse dabei einen Zeitraffer laufen und dann rufe ich einen Kumpel an, der muss mir nämlich helfen, den Grill ins Gestell setzen, weil der ist so brutal schwer, habe ich allein keine Chance da, irgendwie den Grill hier zu bewegen. Aber mein Kumpel hat schon zugesagt, der hilft mir. Wie gesagt, wir bauen jetzt das Gestell zusammen, da mache ich einen Zeitraffer dabei und dann, wenn der Grill dann nachher im Nest im Gestell drin sitzt und dann schrauben wir die anderen Sachen dran und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir wieder ein Schrittchen weiter. Das Gestell bzw. das Nest ist zusammengebaut. Das ist auch sehr massiv. Der Grill lässt sich hier ganz toll quasi bewegen. Wir haben den Grill jetzt in das Nest gesetzt. Der sitzt auch da bombenfest drin. Der ist verdammt schwer. Aber das ist, glaube ich, ja auch ein gutes Zeichen, dass er schwer ist, dass wir da ganz dickwandiges Keramik haben bei dem Grill. Nachher, wenn wir die technischen Daten uns anschauen, sage ich euch da genaue Maße. Ja, was man ja auch schon sieht, sind vier Federn, dass man den Deckel ohne weiteres öffnen und schließen kann, weil der sehr wahrscheinlich so schwer ist. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen noch den Griff montieren. Der liegt da drüben. Hier haben wir den Griff.
Den müssen wir noch hier montieren. Dann haben wir noch die Seitenteile, die Ablagen, die ausklappbaren und hier oben das Ventil müssen wir noch montieren. Ich würde sagen, ich habe den Griff jetzt gerade in der Hand, den montieren wir jetzt. Dann machen wir noch die Seitenteile und das obere Ventil und dann bauen wir die ganzen Teile ein und feuern ihn das erste Mal an. Dann nehmen wir das beiliegende Werkzeug, also das ist auch gut, das ist massiv, das funktioniert sehr gut, das Werkzeug, was damit geliefert wurde. Als nächstes montieren wir noch die Seitenteile. Drehe ich mal hier ein bisschen rum. Das ist der gleiche Schlüssel, jawohl. Ich lege den gerade mal hier oben hin. Die Seitenteile werden so und so montiert, so wie das aussieht. Gehe ich davon aus. Ich habe jetzt nicht in die Anleitung geschaut, aber ich denke, dass das genauso montiert wird. So, dann hängen wir gerade mal eins ein. Gerade mal schauen, wie das hier. So wird das eingehängt. Ja, das passt von der Breite her. Dann können wir die Schrauben jetzt anziehen, festziehen und dann montiere ich das auf der anderen Seite noch und dann können wir das obere Ventil noch montieren. So, jetzt sind die zwei Ablagen auch montiert. Die kann man schön abklappen, wenn man sie nicht braucht. Und kann sie dann schön einhängen. Die sind auch ja, sehr stabil. Kann man auf beiden Seiten kann man die wegklappen. Alles schön, alles top. Jetzt würde ich sagen, wir montieren jetzt noch das obere Ventil und dann bauen wir alles in den Grill ein. Oh, der hat schon eine Sogwirkung. Der hat schon eine Schornsteinwirkung. Hier merkt man die Luft, die hier durchzieht. Verrückt. Ja, ich hole mal gerade das Ventil. Das ist quasi ein Drehventil. Und da müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten, mit dem Filz, nicht, dass wir den Filz da, oh ne, das geht gut, top. So, sehr schön. Da können wir schön auf und zu machen. Und unten ist ja auch die Schiebeklappe oder der Schieberegler zum Öffnen und Schließen. Ja, echt schöner Grill. Das Einzige, was ich entdeckt hatte, war, hier war eine kleine Macke, hier ist eine kleine Ecke rausgebrochen. Das habe ich aber erst gesehen, als wir den Grill in die Halterung gestellt haben. Da war jetzt ein Lackstift dabei und ich habe das mit dem Lackstift mit dem Lackstift ausgemalt und ja, ich werde mich mal mit der Firma, wo ich den gekauft habe, in Verbindung setzen, weil da ja auch noch eine Schraube gefehlt hat. Vielleicht kommen die mir ein bisschen entgegen. Ja, gut. An der Verpackung war nichts. Das war ja das Komische. Die Verpackung war unversehrt. Diese Beschädigung muss wohl vorher schon gewesen sein. Aber gut, ich würde sagen, wir räumen jetzt den Grill mal ein und bauen alle Teile ein. Ja, ich hole die Teile mal nacheinander und dann sprechen wir da kurz drüber. Zuerst bauen wir dann die Feuerbox ein. Die besteht quasi aus diesem Ring. Den müssen wir zuerst einsetzen. Und dann die Feuerbox. Da müssen wir mal schauen, dass die richtig ausgerichtet ist.
mit der Öffnung. Ja, das sieht gut aus. So, ich musste mit dem Grill mal ein bisschen die Ecke ziehen, weil die Sonne hier so stark reingescheint hat. Ich hatte übrigens diesen Ring hier, den hatte ich eben falsch montiert, den hatte ich unten rein montiert, der muss hier oben drauf. Also zuerst der große Ring und dann der kleine Ring oben drüber. Jetzt kommt der Aschekorb, der wird einfach nur hier reingehängt. Da kann man nachher später, wenn da die Asche drin ist, kann man den einfach rausnehmen und kann den sauber machen. Also man macht diesen Grill nicht von vorne durch den Lufteinlass sauber, sondern man nimmt einfach diese Aschebox hier raus. Als nächstes kommt der Kohlekorb. Der wird einfach hier reingestellt. Hier ist auch noch mal eine Unterteilung. Sehr wahrscheinlich, dass man auch nur auf der einen Seite Kohle einbringen kann und die anheizen kann. Ja, dann haben wir quasi die Halterung für den Grill. Die wird einfach hier oben drauf gesetzt. Und die Deflektoren, die setzen wir jetzt auch mal ein. Einmal. Zweimal. Ja, und dann ganz zum Schluss der teilbare Grillrost. So, und fertig ist der Keramikgrill. Bevor wir ihn anfeuern, reden wir noch mal kurz darüber, warum ich mir überhaupt einen Keramikgrill gekauft habe. Keramik ist vergleichbar mit einem Tontopf. Keramik ist ein sehr guter Isolator. Und wenn man sich die dicken Wände eines Keramikgrills anschaut, kann man sich vorstellen, wie gut der Keramikgrill die Wärme speichert. Die Aufheizphase von so einem Grill dauert nicht länger als bei einem Holzkohlegrill. Ein Keramikgrill ist sehr vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel kann man ihn auf 400 Grad vorheizen oder aufheizen und mit einem Pizzastein eine perfekte Pizza zubereiten. Mit weniger Hitze kann man räuchern, ihn sogar zum Kalträuchern nutzen. Durch die unten herausnehmbaren Deflektorsteine kann man direkt oder indirekt grillen, zum Beispiel für lange Grilljobs wie Pulled Pork. So ein Keramikgrill ist ja meiner Meinung nach die eierlegende Wollmilchsau. Die Wärme wird reguliert mit dem oberen und unteren Schieberegler und funktioniert absolut präzise. Er ist sehr effizient und kann zum Beispiel für einen Longjob die Temperatur über 24 Stunden halten, ohne dass man Kohle nachfüllen muss. Also wenige 100 Gramm Holzkohle verbraucht pro Stunde. Der Clou ist, man kann den Ofen zu jeder Zeit komplett schließen, danach geht die Kohle aus und man kann den Grill zu jeder Zeit wieder neu entfachen und die Kohle weiter nutzen. Es wird nichts verschwendet. Und das alles dank der guten Isolation von dem keramischen Material. Aber jetzt genug geredet, wir füllen jetzt den Grill mit Holzkohle, brennen ihn ein und danach grillen wir uns noch schnell ein leckeres Steak. So, der Grill ist vorgeheizt. Ich habe ihn zuerst mal hochgeheizt auf über 200 Grad.
dass mal alles ein bisschen einbrennt. Und jetzt habe ich ihn wieder runterkühlen lassen, dass wir so 120 Grad haben, weil ich habe ja gesagt, ich will meinen Steak rückwärts grillen. Ich habe jetzt ein Thermometer reingesteckt und wir grillen das Steak jetzt bei so 100, 120 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 52 Grad. Dann nehmen wir die Deflektorsteine raus, geben Vollgas und grillen das Steak dann fertig. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis unser Steak die Kerntemperatur von 52 Grad erreicht hat. Nur einfach nur zur Info. Ich mache gerne noch mal ein Video zum Thema Rückwärtsgrillen. Nur jetzt würde das absolut den Rahmen sprengen. Ich will ganz einfach nur jetzt, wo der Grill zusammengebaut ist, auch noch schnell ein Steak grillen. Deshalb erkläre ich dazu nicht allzu viel. Aber wenn ihr wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich mache da gerne mal ein Video zu, komplett zu dem Thema Rückwärtsgrillen. Oh, wie lecker. Oh. Hammer. Sehr, sehr lecker. Das erste Steak auf diesem Grill und das ist direkt perfekt geworden. Ich bin begeistert. Ja, endlich habe ich einen Keramikgrill und mit diesem Grill wird es in Zukunft noch ganz viele Videos geben. Ich werde jetzt in Zukunft alles Mögliche ausprobieren, was man mit so einem Keramikgrill machen kann. Und es bleibt spannend. Ihr könnt gespannt sein. Ja, ich will räuchern, heiß räuchern, kalt räuchern, Pizza machen, alles Mögliche, was man auf so einem Keramikgrill alles machen kann. Ja, ich esse dann mal fertig und schön, dass ihr dabei wart und mit mir zusammen meinen neuen Keramikgrill zusammengebaut habt und in Betrieb genommen habt. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt zu dem Grill, lasst gerne einen Kommentar da. Ich werde alle beantworten. Und wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.